Wie bringe ich mich immer wieder in Balance? Ich bin natürlich auch mal aus der Balance, ich bin gestresst, ich bin kaputt. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich das spüre, verändere ich sofort was. Ich fange an, mein Problem ja, zu erkennen. Also ich reflektiere unwahrscheinlich viel und stelle mir immer die Frage, ist das, was ich tue, noch meine Wahl? Und wenn ich merke, dass das Seminargeschäft, also dass ich selber referiere und vorn stehe, nicht mehr meine Wahl wäre, dann würde ich es nicht mehr machen. Und vielleicht ist das ein ganz kleiner Tipp, dass man, ja, schau immer mal, ist das, was du tust, deine Wahl? Ist der Partner an deiner Seite deine Wahl? Sind die Freunde deine Wahl? Ist die Arbeit, die du machst? Und das ist das, glaube ich, das A und O und mein Erfolgsrezept. Weil das, was ich tue, jeden Tag, ist meine Wahl. Und das ist so wichtig im Leben. Und ich wünsche mir, dass ich das mitgeben kann, dass ihr vielleicht auch mal reflektiert und dadurch mal bei euch reinschaut. Und ich weiß auch, dass bei mir, auch beruflich, nicht hier das Ende ist, sondern dass auch wenn ich vielleicht im Alter schon bin, wo man sich so langsam jetzt zur Ruhe setzt, nicht mehr Karriere machen muss. Und aber wichtig ist, dass ich das tue, was ich gern tue. Und das ist mein Geheimnis, mein Erfolgsrezept. Ich denke immer, es ist gar kein Geheimnis, aber wahrscheinlich, ja, machen viele das nicht. Genau. Das ist so mein Lebensweg beruflich. Das ist so meine Philosophie. Ich mache mir auch nicht so viel Gedanken. Das tut mir gut. Okay, Phil, beschreib mal aus deiner Sicht die Stärken deiner Mama. Also aus meiner Sicht sind die Stärken meiner Mama ganz klar, dass sie immer für mich da war, auch wenn es mir mal nicht so gut ging. Da hat sie sich auch mal einen Tag freigenommen, um mich wieder fit zu machen, oder wo ich mal ganz dolle krank war, hat sie mich wieder gut auf die Beine gekriegt, dass ich wieder alles machen konnte. Und das ist einfach schön, dass man eine Person hat, die immer an seiner Seite ist. Dafür ist ja auch eine Mama da und das macht sie halt echt gut. Und meine Mama ist auch sie ist sehr lieb und sie schenkt mir auch viele Sachen, aber sie ist auch dafür, dass ich nicht so verwöhnt werde, sondern dass ich auch selber viel machen muss, um an meine Ziele auch zu kommen. Und sie unterstützt mich immer, dass ich das werden kann, was ich will. Das wären meine Sachen, die meine Mama sehr gut kann.